1976 geschieht etwas für die DDR und ihre Literatur gänzlich Unerwartetes. Die Politik versetzt sich selbst einen Todesstoß. Die zuständigen Behörden der DDR haben Wolf Biermann, der 1953 aus Hamburg in die DDR übersiedelte, das Recht auf weiteren Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen Republik entzogen. Von nun an wird nichts mehr sein, wie es war. Viele der besten Schriftsteller werden sich zurückziehen, andere das Land verlassen. Ob im Süden oder Norden, nirgends bist du froh geworden. Suche! Der besondere Schutzraum um die DDR-Literatur beginnt sich aufzulösen. Such nur, kannst doch nichts finden. Siehst nur das Glück von hinten. West-Berlin und die Bundesrepublik werden zu Fluchtpunkten. Für politisch Verfolgte, Zensierte, Unzufriedene. Für DDR-Schriftsteller, die die ständige Bevormundung, das Eingemauertsein, den Stillstand nicht mehr ertragen. Aus DDR-Sicht scheint West-Berlin die Welt. Fast unerreichbar fern und begehrenswert. Das war ja eigentlich überhaupt so ein Grundgefühl in der DDR, dass man ständig mit einer anmaßenden Blödheit konfrontiert war, gegen die man wenig machen konnte. Was einen übrigens selbst, glaube ich, in so einem infantilen Aufruhr gehalten hat. Also da man dagegen ja nicht was Vernünftiges machen konnte. Man konnte nicht sagen, so, wir organisieren uns jetzt und wir schreiben das in der Zeitung und wir sammeln Unterschriften. Das alles ging ja nicht. Es gab ja immer nur so ein pubertäres Aufbegehren. Und ich glaube, dass man darum in diesem Land ganz schwer erwachsen geworden ist. Ich habe ja erlebt, wie auch Leute, die ein paar bescheidene oder weniger bescheidene Wahrheiten gesagt haben, aber schlechte Dichter sind, schlechte Künstler, dann ja auch plötzlich so eine Wichtigkeit kriegen. In einem System, wo man nicht öffentlich sagen kann, was man denkt und fühlt. Und das ist eine große Gefahr für die Kunst. Weil das verwechseln die so leicht. Ne? In Wirklichkeit sind sie nur das Kind, das sagt, der Kaiser hat keine Kleider an. Aber ein Kind, das diesen Satz sagt, aus dem Märchen, das sie kennen, ist noch lange kein großer Dichter. Was Intellektuelle so schmerzlich an geistiger Freiheit vermissen, ist für die meisten DDR-Bürger kein Thema. Biermann ist außerhalb der kulturellen Szene fast unbekannt. Alltagssorgen drücken mehr. Ins Tagesgespräch gerät Biermann erst durch ein spektakuläres Live-Konzert in der ARD. Trotzdem wird der Aufschrei der wenigen das politische Gleichgewicht so sehr beschädigen, dass sich das Land davon nie wieder erholen wird. Ich weiß noch genau, ich kam von nach Hause, wir wohnten in der Friedrichstraße, von irgendeinem Einkauf mit irgendwelchen schweren Taschen und kam ins Zimmer und das Radio war an. Und das brachte eben die Nachricht, dass Biermann nicht wieder einreisen dürfe. Und ich ließ mich auf den Sessel fallen und habe so gedacht, jetzt sind sie zu weit gegangen. Und das war, glaube ich, der Grundgedanke von den meisten. Das geht zu weit, also jetzt sind sie zu weit gegangen. Und kurz darauf rief auch schon Hermlin an. Und er sagte am Telefon nie viel, er sagte nur, wollt, könnt ihr morgen um 10 kommen. 12 Autoren unterzeichnen eine Protestresolution. Ihnen werden sich 70 Künstler und Intellektuelle anschließen. Der Gestus des Schreibens ist bittend. Noch will man Konsens mit dem Staat. Doch die SED ist entsetzt. Politische Gruppenbildung gilt als eines der schlimmsten Staatsvergehen. Sie mobilisiert die Linientreuen zu Ergebenheitsadressen und setzt die Protestierenden unter Druck. Und so wird der Fall Biermann erst wirklich öffentlich und zu einem Problem der DDR. Auf dem Grundstück des prominenten Regimekritikers Robert Havemann lebt der exmatrikulierte Student und noch unbekannte Schriftsteller Jürgen Fuchs. Er ist hier vor der Verfolgung durch die Provinzstaatssicherheit untergetaucht. Das Telefon klingelte pausenlos. Ich bin dann rangegangen und die Nachrichtenagenturen kamen. Ich dachte vielleicht auch, dass Biermann anruft. Die Nachrichtenagenturen kamen und ich war in der Situation, ich musste sagen, wer sind Sie? Und dann habe ich gesagt, ich bin ein Freund, bin im Hause. Und wie beurteilen Sie die Situation?
sodass also wenige, eine halbe oder eine Stunde später, in den ersten Reaktionsmeldungen, ja, das mitkam, was ich sagte. Das war übrigens ein unmittelbarer Verhaftungsgrund, das Aktivwerden gegen die Entscheidung. Ich habe es ja dann in einigen Beurteilungen eben als sehr unsinnig, sehr kontraproduktiv bezeichnet und diese Ausbürgerung als eine Nazi-Waffe bezeichnet, als Verbrechen. Und da war sozusagen nichts mehr unklar. Ja, sie haben im Gefängnis dann, als sie mich am 19. dann wenige Tage später verhaftet haben, noch versucht zu sagen, viele distanzieren sich, machen sie so wie Volker Braun, so eine kleine halbe Distanzierung, dass vielleicht diese westlichen Reaktionen falsch waren und dass er im Programm vielleicht ein bisschen übertrieben hat. Ja, dann können sie wieder nach Hause gehen. Da war alles schon zu spät. Der Schriftsteller Jürgen Fuchs ist festgenommen oder verhaftet worden und er befand sich in Ihrem Wagen. Wie ja. ging das vor sich? Ich fuhr durch Erkner, wir waren zu vieren im Wagen. Drei Freunde, darunter eben Jürgen Fuchs. Wir wurden plötzlich von einem Wagen der Staatssicherheit gestoppt. Die Ausweise meiner mitfahrenden Freunde wurden kontrolliert, meiner übrigens nicht. Und dann wurde Jürgen Fuchs rausgeholt. Aus der Provinz, aus Jena zum Beispiel, kommen besonders viele aufsässige junge Leute. Kulturinteressierte Lehrer vermitteln an aufgeschlossene Schüler noch die klassischen bürgerlichen Bildungsideale. Gleichzeitig ist die Überwachung in diesem überschaubaren Raum besonders unerträglich. Es gibt ja dann so eine dünne Grenze, wo aus dem Geduldeten dann die vermutete staatsfeindliche Aktivität wurde. Also mit der Intensität der literarischen und politischen Beschäftigung, mit dem Stoßen zu Kafka, zu ja, Wolf Biermann, damals verbotener Liedersänger, und Volker Braun, noch nicht verboten, aber gerade die unvollendete Geschichte war erschienen, kam man plötzlich in Diskussionsebenen rein, wo man die Kompetenz des Staates, seine Machtkompetenz berührte. Und da wurde einem dann gesagt, es wird Ihnen und Alexander Solzhenitsyn und ihrem Freund Bernd Markowski und Roger Gorodi nicht gelingen, den Sozialismus auszuhebeln. Es wird keinen Jener Frühling geben. Und plötzlich sah man sich in eine Konstellation gestellt, die einen forderte. Entweder man nahm die jetzt an und stellte sich der, oder man zog sich zurück. Viele haben sich zurückgezogen und andere haben sie angenommen. Und so wurde man Schritt für Schritt politisiert. Die Gegenreaktionen des Staates waren geradezu eine Schule der Opposition. Einerseits gibt es in der Provinz unter dem Deckmantel der Kulturförderung geradezu erstaunliche Möglichkeiten zu experimentieren. Aber hier sind ungebildete Funktionäre auch besonders gefährlich. Die Flucht in die am wenigsten provinzielle Großstadt nach Berlin ist oft Rettung vor der geistigen Gleichschaltung. In den maroden Hinterhofvierteln kann man in die Anonymität untertauchen und sich jeglicher Registratur entziehen. Im Prenzlauer Berg schließen sich Gleichgesinnte zu neuen Gruppen und Projekten zusammen. Die größten Opportunisten gingen in die Stadt und die Ausstiegstalente, die Verweigerer jeglicher Norm. Ost-Berlin zog alle an, vom Schriftsteller bis zum Funktionär, der so richtig hoch in der Spitze steigen wollte. Es war relativ leicht eigentlich, Fotos zu machen, mit denen man provozieren konnte. In dem Moment einfach, wo man die pure Realität zeigte, fühlten sich die Organe schon auf den Schlips getreten. Ein Bild- und Essayband bringt den Staat in Wut. Hauswald und Rathenau haben ihn ohne Genehmigung im Westen herausgegeben. So darf der sozialistische Mensch nicht aussehen, geschweige denn gezeigt werden. Im Kulturministerium wird eine Kommission gebildet. Sogar der ständige Vertreter der DDR in Bonn legt offiziellen Protest ein. Bücher haben in diesem Land zwischen Treibhausidylle und Politdruck oft außerordentliche Sprengkraft. Ich denke, das hat nichts damit zu tun, ob einer fotografiert oder geschrieben hat, sondern ich denke, das hat damit zu tun, wie weit die Zensur schon im eigenen Kopf war, was man getan hat oder was man tun konnte. Viele haben sich ja selber schon zensiert. Die haben gedacht, so ein Text wird nie veröffentlicht, so ein Foto wird nie veröffentlicht. Deswegen ist dieses Foto nicht fotografiert worden oder dieser Text nicht gemacht worden. Ich denke, diese Zensur in den eigenen Köpfen, die war entscheidend.
Eineinhalb Jahre nach der Biermann-Ausbürgerung versucht die SED wieder Normalität in die Reihen der Schriftsteller zu bringen. Ein paar, die man für die größten Störenfriede hielt, durften ausreisen. Andere wurden durch Druck gefügig gemacht. Die alte Präsidentin Anna Segers, literarisches Aushängeschild der DDR, wird in den Ruhestand geschickt. Den großen Rest der Dichter soll ein zwiespältiger, schillernder Schriftstellerfunktionär ruhig stellen. Der Honecker-Vertraute Hermann Kant. Also da habe ich mich damals nicht geniert und so getan. Ich sah andere, die es aus anderen Gründen eher hätten tun sollen. Natürlich wäre mir Erwin Strittmatter weit eher als Präsident dort vorgekommen und von Stefan Hermelin gar nicht zu reden. Aber den habe ich ja mal leise gefragt und der hat sehr energisch gesagt, du weißt ganz genau, ich bin kein Erster für solche Sachen. Schon ein Jahr später, 1979, leitet der neue Erste für solche Sachen, Hermann Kant, im Berliner Roten Rathaus ein Tribunal. Gegen 9 prominente, widerborstige Schriftsteller. Die haben einen Brief an Honecker geschickt und gegen Willkür protestiert. Das Ergebnis der Verhandlung ist längst beschlossen. Im SED-Politbüro. Ausschluss aus dem Verband. Gleichzeitig wird Stefan Heim kriminalisiert. Er hat den Roman Colin im Westen veröffentlicht und wird nun wegen Devisenvergehens verurteilt. Schriftstellerkollege Noll biedert sich im SED-Blatt Neues Deutschland an. Heim und die anderen seien nichts als kaputte Typen. Stefan Heim, ein Leben lang Emigrant, lässt sich weder ruhig stellen noch aus dem Land drängen. Geschickt nutzt er seine Popularität im Westen, um auf die Kulturpolitik Druck auszuüben. Wenn seine Bücher in der DDR nicht erscheinen, veröffentlicht er in der Bundesrepublik. Einer der wenigen, der gegen die Ausschlüsse aus dem Schriftstellerverband stimmte, ist Günter de Bruyne. Aber ausgetreten bin ich nicht. Und das hätte man eigentlich machen müssen, finde ich schon. Und man hätte damit in diesem Fall auch wirklich was erreichen können, glaube ich. Wenn einige bedeutende Autoren, die dagegen gestimmt hatten, tatsächlich nicht nur das gemacht hätten, sondern gesagt haben, sie treten auch aus. Dann hätte man in diesem Fall wahrscheinlich wirklich irgendwas erreichen können. Der Druck wurde ja sehr erhöht. Sehr erhöht. Und wenn sich Menschen wie Sarah Kirsch oder auch Günter Kunert entschließen, das Land zu verlassen, beide verwurzelt, die wollten gerne reisen, aber die wollten ja nicht weg, dann müssen Sie sich mal vorstellen, was dann in den Hausfluren und vor dem Haus sich abgespielt hat. Oder dann teilweise auch so Terroreinlagen mit, bei Sarah Kirsch eben dann Sau rangeschrieben am Hausflur oder Kunert eben also in einen Zustand gebracht, wo er nicht mehr schreiben konnte und so ein ständiges Bedrücktsein also spürte. Also das, wenn man noch so eine Kindheit hat wie Günter Kunert und von den Nazis verfolgt wurde und dann werden reaktiviert solche Ängste, das kann doch wohl nicht also wahr sein. Und insofern war der Druck sehr hoch, ja auch uns gegenüber im Gefängnis. Gerade weil ich recht frech auftrat und dann auch sehr viel wusste, was ich nicht ausgesagt habe. Zum Beispiel über Bücher und Plattenschmuggel nach dem Westen. So, da wusste ich schon viel und ich habe nichts ausgesagt, was ich schon gut fand. Aber ich habe dafür wirklich ganz schön Druck aushalten müssen. In dieser scheiß Stasi-Zentrale Hohenschönhausen. Die Disziplinierungsaktion endet fast dramatischer als die Biermann-Ausbürgerung. Eine neue Ausreisewelle von Künstlern erfasst die DDR. Das Regime reagiert unentschlossen. Es bespitzelt, bedroht. Einige bekommen Westreisepässe, andere nur kurze Lese- oder Studienreisen. Die Szene blutet aus, viele der Besten gehen. Künstlerkolonien fallen auseinander. Die vielleicht wichtigste deutsche Lyrikerin, Sarah Kirsch, geht nach West-Berlin und zieht sich dann in die norddeutsche Einsamkeit Schleswig-Holsteins zurück. Ebenso wie Günter Kunert, Lyriker, Essayist, Erzähler, der schweren Herzens aber dann unwiderruflich mit der DDR bricht. Ich habe ja nicht nur die DDR in ihrer Entwicklung gesehen, sondern ich habe, weil ich mich darum gekümmert habe, auch die globale Entwicklung immer mit einbezogen, auch in meiner Arbeit. Und musste ja feststellen, es geht auf dieser Erde langsam immer weiter abwärts. Das war ja merkbar, wenn man es wissen wollte. Ich wollte es wissen. Und
mein Konflikt mit der DDR war nicht allein ein politischer oder tagespolitischer, sondern auch einer aus diesem Grunde. Denn die DDR hat sich ja selber in der Illusion gewogen, die Umwelt sei dazu da, dass man sie eben verbrauchen könne und das hätte keine Folgen. Und auf diese Art und Weise bin ich ja in einen immer stärkeren Kontrast zur DDR geraten, weil ich gesehen habe, nicht nur was politisch geschieht, sondern eben was auch mit der DDR-Umwelt und mit unserer Welt sich ereignet. Und da war ich der falsche Mann am falschen Platz. Kunert ist einer der ersten, die in ihrer Literatur sensible, verdrängte, tabuisierte Themen vorwegnehmen. Erst Jahre später in der Endzeit der DDR werden solche Probleme in Ansätzen zu öffentlichem Diskussionsstoff. Das latente völkische Bewusstsein bei jugendlichen Skinhead-Gruppen, die Vereinsamung der Menschen, purer Fortschrittsglaube, die wachsende Kluft zwischen sozialistischer Menschheitsutopie und der Realität. Wer zurückbleibt, muss sich notgedrungen einrichten. Angepasst oder kritisch zurückgezogen. Die Nischengesellschaft entsteht. Die wichtigsten Bücher beschreiben gültig das Zeitgefühl einer geschlossenen Gesellschaft. Christoph Heins Drachenblut, Volker Brauns Hinze und Kunze-Roman, Erwin Strittmatters Das Wundertäter 3 und Stefan Heims Ahasver. Natürlich wurde man, nachdem so viele von unseren Freunden auf die andere Seite gingen, wurde man dann einsamer. Aber es war notwendig, denn ich war der Meinung, man kann, wenn man damals die DDR ein wenig zum Besseren verändern wollte, das nur von innen machen und nicht von außen. Wer einmal raus war, der war aus dem Spiel heraus. Der deutsch-deutsche Literaturbetrieb wird zum Sonderfall der Geschichte und zum Sündenfall der DDR-Literatur. Nicht wenige Schriftsteller genießen ihre Grenzgängersituation und merken oftmals gar nicht, wie sie sich in ihrer Lebenssituation von der ihrer Leser entfernen. Mit Zuckerbrot und Peitsche versuchen Partei und Schriftstellerverband, die Kontrolle über die immer unberechenbarer werdenden Mitglieder zu behalten. Ja, kann sein. Ich bekenne mich ja dazu, dass ich einem Gruppenegoismus, einem Gildenegoismus angehangen habe. Natürlich, ich wollte, kam gar nicht auf die wahnwitzige Idee, jetzt mache ich sozusagen hier Wilhelm den Eroberer für die gesamte DDR, sondern ich wollte einen ordentlichen Verband haben, einer, in dem sozusagen der Zuwachs an Möglichkeiten größer wurde und nicht nur so leise, sondern kräftiger wurde. Ich wollte keine Einengung und die Geschichte des Verbandes belegt, dass es keine Einengung war. Und dabei kam es natürlich an diesem Punkt dann zu einem absolut gegenläufigen Prozess. Wir sind dann eingeengt worden auf eine schlimme Weise, aber diejenigen im Verband, die das nicht ganz schnell begriffen, waren sehr wenige. Dazu gehörte ich. Er war immer ein Meister der halben Wahrheit. Er hat mal ein Buch geschrieben über sein Leben und da kann man sagen, das stimmt. Nur wer dabei war, der weiß, das, was er da schreibt, stimmt, aber es ist die Hälfte. Und die andere Hälfte lässt er weg. Und so hangelt er sich jetzt auch durch sein Leben, indem er die Hälfte sieht und die andere Hälfte nicht. Er hat die Macht genossen, hat auch viel davon gehabt. Wie großartig war es, dass er reisen konnte. Und wenn er einen schweren Autounfall hatte, dann war er im Regierungskrankenhaus in Buch und dann war er in Moskau zur Kur und zum Operationen. Er durfte nach Westdeutschland fahren und durfte da lesen, durfte Geld verdienen. Also alles das, was den Arbeitern nicht zugestanden wurde an Rechten und Freiheiten, das hatte er. Und im ZK zu sein und er war im ZK, im Politbüro war er nicht, aber nahe an der Macht zu sein, hat ihm geschmeichelt. Es gibt Leute,
denen das ja gut tut. Es gibt sehr viele, die, wenn die Macht lockt und wenn man selber Macht hat, das genießt. Und manchen Leuten hat er Gutes getan, indem er ihnen eine Reise befürwortet hat. Aber schon mal sich selber in diese Position hineinzubewegen, Gnade erweisen zu können. Ich darf sagen, der eine darf fahren, die anderen 10 dürfen nicht fahren. Und wie er dann alles, was nach Opposition roch, wie er das kaputt gemacht hat, im Roten Rathaus damals gegen Stefan Heim und alle die. Also da kann er nicht sagen, er sei ein Opfer. Er war ein Täter wie wenige. Anfang der 80er tritt eine Generation in die Kunstszene ein, die im abgeschlossenen Raum DDR groß geworden ist. Sie kennen nichts anderes als die sozialistischen Ideale. Umso desillusionierender sind für sie die Alltagserfahrungen. Oft sind es Kinder von Funktionären, die besonders kompromisslos gegen die Verlogenheit der Elterngeneration rebellieren. Heute denke ich eigentlich, dass ich ein viel weniger politischer Mensch bin, als es den Anschein hat. Denn wenn ich sehe, wozu ich hier nun Lust habe, mich einzumischen oder nicht einzumischen und in was ich mich einmischen will, also ich würde nicht im Traum auf die Idee kommen, in eine Partei zu gehen oder ein Amt haben zu wollen oder so, das alles würde ich freiwillig nie tun. Und ich nehme mal an, dass ich das in der DDR oder von Natur aus auch nicht gemacht hätte. Nur wenn man wie natürlich in so eine Lebensspur reinkommt und es völlig klar ist, dass man sozusagen, wie man dunkelhaarig ist, von Geburt an kommunistisch ist, dann hat man damit plötzlich zu tun und man muss sich damit auseinandersetzen. Und wenn ich jetzt sage, ich bin eine Antikommunistin, dann eigentlich nur, weil der Kommunismus das alles nicht war, was ich im Leben für erstrebenswert, richtig und gut halte. 2 Jahre lang versucht Monika Maron vergeblich, ihr Buch Flugasche zu veröffentlichen. Eine Reportage über Menschen- und Umweltzerstörung. Wenn man einmal den Schritt gegangen war, es auf den Bruch ankommen zu lassen, also bei mir war das, als ich Flugasche dann in den Westen gegeben habe. Und das war schon ein Schritt, vor dem ich wirklich Angst hatte. Und wo ich mich sehr gegrault habe, weil ich dachte, was danach alles kommt. Und das kam auch, nur wie es so ist im Leben. Es ist ja ganz oft überhaupt nicht so schlimm, wie man befürchtet, wenn es erst mal passiert ist. Das ist so, wie wenn man in den Regen geht und die ersten Tropfen sind eklig, aber wenn man so richtig nass ist, dann macht es auch Spaß. Und nachdem alles passiert war und alles gebrochen war und alle Fronten klar waren und ich da eigentlich nichts mehr zu verlieren hatte, fühlte ich mich pudelwohl. Das Thema Umwelt lag in den 80er Jahren förmlich in der Luft. Aber nicht jeder, der darüber schrieb, fühlte sich als politischer Schriftsteller. Ich wundere mich, dass diese Vorstellung immer noch besteht, dass jemand Rücksicht auf die Zensur nehmen könnte. Das Schreiben, das geht über mehrere Jahre und ist eine so aufzählende Arbeit, die reicht so tief, da kann Zensur einfach nicht hin. Da, auch solche Begriffe wie Gesellschaftskritik, das kommt aus einer ganz anderen Sphäre. Ich könnte nie mit der Motivation von Gesellschaftskritik ein Buch schreiben. Gesellschaftskritik, das ist viel zu dürr und trocken und eindimensional und irgendwie zu dumm, als dass es die Arbeit an einem Buch, an einem Kunstwerk nähren könnte über so lange Zeit. In ihrem Roman Das Vergnügen erzählt Angela Kraus 1984 von den Glücksansprüchen einer ungelernten Arbeiterin in einer Brikettfabrik, jenseits aller heroischen Klischees.
Und das war eine Zeit mit langen Gesprächen, nächtelangen Gesprächen in halbdunklen Zimmern. Und ich habe sie als eine außerordentlich gespannte und intensive und deshalb gute Zeit in Erinnerung. Wir waren immer hellwach und voll da und suchten ununterbrochen. Und wenn einem das verloren geht, die Suche, dann wird man eigentlich spannungslos. Und deshalb war das für mich eine gute Zeit, obwohl wir damals natürlich auf ein Ende, auf einen Umschlag gehofft hatten. Aber diese Sphäre ist relativ getrennt von der meiner künstlerischen Arbeit. So schmerzhaft die jüngeren Schriftsteller die DDR-Realität entdecken, so beglückend ist es auch für sie, wie unverhältnismäßig wichtig ihre Äußerungen genommen werden. DDR-Literatur wird überbewertet, auch international. Die jungen DDR-Autoren haben fast ein Abonnement auf die Preise beim renommierten Bachmann-Wettbewerb. Ihre Literatur wird als ungewöhnlich konkret und brisant wahrgenommen. Literatur ist, wenn jemand in seinem Zimmer sitzt und liest und niemand ist dabei. Und er ist aufs Persönlichste, Intimste berührt und hat dabei keine Zeugen. Und lässt seine eigene Lebensgeschichte in die, die er da mehr oder weniger zufällig vorfindet, einfließen. Und was sich dann ergibt, das ist das eigentliche Ereignis von Literatur. Schreiben ist in der DDR aber nicht nur ein bloßer politischer Vorgang. Künstler können sich in diesem nicht vom Markt beherrschten Raum professionell, mitunter auch ungewöhnlich experimentierfreudig äußern. Wie die jungen Schriftsteller vom Berliner Prenzlauer Berg, die sich an den Kunstrichtungen der 20er Jahre orientieren. Der Prenzlauer Berg ist ein ostdeutscher Schmelztiegel aus sozialistischer Tradition, historischer Renitenz und permanenter Verweigerung. In dieser seltenen Atmosphäre entsteht eine autonome Kunstszene, die jenseits aller ideologischen Vereinnahmung existiert. Ihre Vorbilder haben sie im nahen Berliner Kreuzberg und im fernen Greenwich Village von New York. Ja, es ist natürlich eine wie immer abstrahierende Vorstellung, die ein wenig irrig ist, wobei es durchaus Leute gaben, die es schon als Widerstand empfanden, unter DDR-Verhältnissen eben nicht sehr früh aufzustehen und möglichst wenig zu machen, da der Staat natürlich Leistung verlangte, denen man sich so verweigerte. Die Prenzlauer Bergszene war eine Szene aus ganz verschiedenen Gruppen, Grüppchen und Kreisen. Einigen ist es gelungen, in den Medien wahrgenommen zu werden, anderen nicht. Es gibt verschiedene Generationen nebeneinander. Einige Leute haben sehr hart gearbeitet, andere haben mehr die Szene gespielt. Für mich sind im Nachhinein die interessantesten Gestalten im Grunde immer am Rand gewesen. Ob das nun Bernd Wagner oder Jan Faktor, Lothar Walsdorf oder andere sind, die sind manchmal gar nicht so integriert gewesen im Kern der Szene. Die Prenzlauer Berg-Literaturszene wird nach dem Zusammenbruch der DDR von Germanisten aus aller Welt erforscht werden. Sogar die New Yorker Museen halten die originalgrafischen Lyrikbände für sammlungswürdig. Wirklich bekannt aber werden nur einige der Dichter und Grafiker. Mal hemmt sie die Diktatur, mal der Markt. Am bekanntesten werden jene spektakulär regimekritischen Bücher, die eher am Rande der Szene entstehen. Ab Ende der 70er Jahre erscheint ein großer Teil der DDR-Literatur im Westen. Die weggegangenen Schriftsteller arbeiten ihre Erfahrungen auf. Viele Dagebliebene schmuggeln ihre Texte in die Bundesrepublik. Die Frankfurter Buchmesse wird ein wichtiger Umschlagplatz für Ostliteratur, ohne dass DDR-Leser eine realistische Chance haben, sie kennenzulernen. Auf einmal sah Grell einen Vogel vor seinem Fenster. Und er sah, wie dieser Vogel den Kopf ganz schnell hin und her warf und offensichtlich hochkonzentriert alles in sich aufnahm. Und plötzlich fiel diesem Vogel die Verdauung hinten heraus, ganz unvermittelt und ohne, dass er sich dadurch in seiner ruckartigen Weltbetrachtung hätte stören lassen.
Das ist es, dachte Grell fast automatisch. Man betrachtet die Welt ruckartig und eingehend und plötzlich fällt einem die Verdauung hinten heraus und man bemerkt es nicht einmal. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen auf der Rasenbank am Elterngrab, in eine ruckartige Weltbetrachtung versunken. Naja, es war wirklich so, was wir dann später, was ich immer weiter beharre zu betonen, dass plötzlich mit dieser Generation der Mitte der 50er Jahre Geborenen und natürlich einer ganzen Reihe von herausragenden Talenten wirklich eine andere Sprache gesprochen wurde. Das begann also mit Lesungen in Wohnungen. Und ich meine, das hat sich dann ein bisschen zugespitzt auf diesen Begriff Prenzlauer Berg. Obgleich das natürlich, sagen wir, mehr ein Sammelpunkt und eine Durchgangsstation war für sehr viele Zentren von Künstlern, sage ich jetzt schon, damit die Maler gleich einbezogen werden, die aus damals Karl-Marx-Stadt, Chemnitz, Dresden, auch Halle und so kamen und hier durchgingen. Viele gingen ja dann also noch in den 80er Jahren nach West-Berlin oder weiter, verließen aus der DDR, das waren ja gar nicht wenige. Und da bildete sich wirklich eine ganz neue Kunstszene heraus, außerhalb der offiziellen Strukturen, die es überhaupt gab. Für diese Szene ist der Staat DDR beinahe bedeutungslos. Es gilt als schick, sich der Realität zu verweigern. Literatur wird vor allem als reine Kunst praktiziert. Der vielleicht bedeutendste und umstrittenste Vertreter dieser Szene ist Sascha Anderson. Der seelisch zerrissene Charakter ist einer der faszinierendsten Beförderer des neuen Literaturstils. Gleichzeitig arbeitet er für die Staatssicherheit. Er ist ihr wichtigster Spitzel in der literarischen Szene des Prenzlauer Bergs. Die Szene selbst bleibt in ihrer Wirkung als literarische Bewegung ewig legendenhaft. Die Jungen sind eher Aussteiger als Rebellen. Leser sind meist einige Insider. Viele der Arbeiten entstehen nur in einer Handvoll Exemplaren, als einfache Durchschläge und Abschriften von Schreibmaschinenmanuskripten, als Ausdrucke einer der wenigen Computer, die aus dem Westen in die DDR gelangen, oder als Handdrucke. Manche Bücher allerdings werden bibliophile Meisterwerke. Einer der wenigen, die sich von außen um die neue Entwicklung kümmern, ist der Schriftsteller, Verleger und Sammler Gerhard Wolf. Im Berliner Aufbauverlag gibt er zum Ende der DDR noch einige der begabtesten Lyriker und Erzähler der Szene in der Edition Außer der Reihe heraus. Der offizielle Literaturbetrieb sucht die Nähe der Verweigerer. Das Staatssystem aber liegt bereits in Agonie. Also natürlich hätte man der DDR nicht amok laufen können. Das wäre völlig unmöglich gewesen. Aber in diesem Spiel mit staatsfeindlichen Ideen, die der Staat natürlich konstituierte, entstand für ihn ein Problem. Da fast alles potenziell staatsfeindlich sein konnte, da jeder Redakteur in jeder Redaktion irgendwann Probleme bekommen musste, wenn er nur hinreichend intelligent war, war diese Maschinerie in ihrer Schlussphase fast den wirklichen Problemen gegenüber gar nicht mehr richtig gewachsen. Das war etwas, was ich dann 89 bei der Maueröffnung und in anderen Situationen zeigte, wieso ist ein so riesiger Apparat mit 100.000 Menschen und all diesen Machtmitteln nicht in der Lage, diese Machtmittel zu seiner Machtverteidigung sinnvoll mehr einzusetzen. Das zeigt sich bei der Betrachtung der Akten im Nachhinein schon im Kleinen, wie man auf solche Anthologien reagierte. Zum Beispiel auch Berührung ist eine Randerscheinung. Mit jedem Autor wurde gesprochen. Jeder sollte sich distanzieren. Mit einem Umfeld von Autoren wurde gesprochen. Es wurden Druckmittel eingeübt. Und da hatten sie immerhin schon einen IM unter den beiden Herausgebern und so. Aber das nützte natürlich gar nichts. Es war letztlich eine Sache, die viel zu differenziert sich auf das Gedankengebilde des anderen einließ. Also es ist aus der Sicht eines Staates schlichthin sinnlos, den Gedanken in Gedichten und kurzer Prosa wirklich ernsthaft nachgehen zu wollen und das alles politisch bewerten und politisch analysierend reflektieren zu wollen. Also der Staat begann sich zu verheddern. Wachsam sein, immer zu wachsam sein. Und das Herz ohne Ruhe wachsam sein, auch in friedlicher Zeit nie geschont.
Kaum eine andere Berufsgruppe ist so überwacht und von Spitzeln durchsetzt wie die Schriftsteller. Auch viele Literaten sind IMs, aus Überzeugung, für Privilegien, aus Angst. Die Furcht vor Andersdenkenden eskaliert zum staatlichen Wahn. Sie haben gemeint, die ihnen wohlgefällige Literatur, die eben Hermann Kant geschrieben hat und Noll, und die stabilisiert das geistige Leben, die erzieht die Menschen zum Sozialismus und sie werden dann gute Genossen in diesem System, und die dagegen schreiben, die schaden uns und die sind gefährlich, und sie haben gemeint, dadurch ist für sie, für ihre eigene Macht, um die ging es ja, ist nun eine Gefahr, und man schwankte zwischen Nationalpreis und Zuchthaus. Die Strategien, mit denen die renommierten Schriftsteller versuchen, mit den pervertierten Bedingungen im Land zurechtzukommen, sind unterschiedlich. Erich Löst's Autobiografie Durch die Erde ein Riss darf gar nicht erst erscheinen, weil er die 7 Jahre als politischer Gefangener nicht vergessen will. Auch Löst geht in den Westen. Die DDR aber wird weiter sein Thema bleiben, wie bei vielen Emigranten. Andere werden durch die extremen Verhältnisse getrieben, überhaupt zu schreiben. Rainer Müller hat mal irgendwann zu mir gesagt, also Monika, es wird Zeit, dass du aufhörst, Schriftstellerin zu spielen. Nun muss das mal wirklich sein. Und ich glaube, da war ein bisschen was dran. Also ich spielte einfach wie Rumpelstilzchen. Ich schreibe hier heimlich Bücher. Es entstand ja nicht diese berühmte Nischen-DDR-Gesellschaft, war ja auch eine der, sag mal, derjenigen, die gleich Privilegien hatten. Also wer reisen durfte, kam mit dem anderen, der auch reisen durfte, viel, viel eher zusammen und viel mit viel weniger Komplexen, als dass man nun Freundschaften pflegte mit demjenigen, der nicht reisen durfte. Das war eine ganz fatale Entwicklung. Man schämte sich dann dem guten Freund, der nicht reisen durfte, davon zu erzählen. Und jemand, der vielleicht in Frankreich war oder in Italien, in Amerika, mit dem sprach man dann lieber, weil man dann hatte man den Komplex nicht. Auch die Aufbaugeneration verlässt zunehmend der Glaube an den Fortschritt in der DDR. Die Altkommunisten sind müde geworden. Die Parole vom real existierenden Sozialismus kann die tatsächlichen Umstände nicht mehr verdecken. Wer bleibt und sich nicht kompromittieren will, zieht sich mehr und mehr aus der Gesellschaft zurück, wird zum Beobachter am Rande. Wie der große Romancier Erwin Strittmatter. Er hat sich völlig auf sein Gehöft im brandenburgischen Dolgo zurückgezogen. Er verweigert sich der Arbeit im Schriftstellerverband. Seine Geschichten und großen Zeitromane beschreiben immer unnachsichtiger Welt und Geschichte. Trotzdem schafft er es nicht, sich auch offen von der SED und der DDR zu lösen. Gleichzeitig ist er einer der wenigen, der sich dem Westen verweigert. Er findet es unerträglich, Diener zweier Herren zu sein. Intelligenz und Volk haben sich inzwischen weit voneinander entfernt. Durchaus ein gewollter Effekt der Staatstaktik, die lautet: Teile und herrsche. Auch Christoph Hein hat sich zurückgezogen. Er beschreibt die DDR emotionslos als entsolidarisierte Industriegesellschaft. Der Lyriker und Dramatiker Volker Braun, hochintellektueller Gesellschaftskritiker, taucht immer mehr in Geschichtsparabeln ab. Viele der Dagebliebenen gleichen verzweifelten Rufern in der Wüste, wie Horst Drescher, Meister der kleinen Prosa, oder Kurt Drawert, ein formstrenger Absolvent des Literaturinstituts. Der Bauer und Autor Klaus Rohleder schreibt seine Volksstücke für die Schublade. Günter Ullmann aus Greiz wird von der Stasi in den Wahnsinn getrieben. Der Lyriker Hans Tschechowski folgt unbeirrt seiner inneren Stimme. In der DDR herrscht Götterdämmerung. Auf dem Gebiet, wo aus unseren Ideen und Manuskripten Bücher werden, scheint manches nicht mehr angemessen. Etwa das Stück Leben, während dem unser beschriebenes Bündel durch den Verwaltungsorbit kreist, ist uns zu lang. Die Menge der Papiere,
die zwischen Geschriebenem und Gedrucktem benötigt werden, scheint uns zu groß. Selbst linientreue Genossen kritisieren inzwischen die Parteibürokratie. Die allmächtige Einheitspartei verliert ihre Basis. Aufklärung durch Literatur wird bei uns viel gepriesen, aber wenig ausgeübt. Durch genauere Untersuchungen würden sich sicher historische, soziologische oder psychologische Gründe für diesen Zustand finden lassen. Ein auf der Hand liegender Grund aber ist natürlich das, was ich sonst Zensur nenne. Hier aber, um einen fruchtlosen Streit um Begriffe zu vermeiden, Druckgenehmigungspraxis nennen will. In der Sowjetunion verändern Glasnost und Perestroika das starre System. Honecker schottet sich ab. Doch es ist längst 11:55. Das unzufriedene Volk geht auf die Straße. Noch einmal setzt der Staat alle Machtmittel ein. Vergeblich. Am 7. Oktober lässt Honecker unbeirrt den 40. DDR-Geburtstag feiern. 10 Tage später wird er abgesetzt. Den 41. Jahrestag wird es nicht geben. Dann gehen endlich auch die Künstler auf die Straße und versuchen, dem Volk Stimme zu geben. In Deutschland, wo bisher sämtliche Revolutionen daneben gegangen und wo die Leute immer gekuscht haben, unter dem Kaiser, unter den Nazis und später auch. Aber sprechen, freisprechen, gehen, aufrecht gehen, das ist nicht genug. Lasst uns auch lernen zu regieren. Eine Woche später stimmt das Volk mit den Füßen ab. Die Künstler werben ein letztes Mal mit dem Aufruf für unser Land, für die Utopie vom menschlichen Sozialismus. Umsonst. 89, da habe ich manches gemacht, um mir nachher nicht sagen zu müssen, hättest du es doch ruhig gemacht. Aber geglaubt, dass daraus viel wird, habe ich nicht. Naja, auf jeden Fall wurde Literatur in der DDR sehr wichtig genommen von den Herrschenden, weil sie Angst hatten. Und von den Beherrschten, weil sie ein paar Fetzen Wahrhaftigkeit lecken wollten. Das war für sie auch ein Ersatz. Ich finde eine Gesellschaft besser, in der Literatur nicht so übertrieben wichtig ist. Oder sagen wir mal, wo sie nur wichtig ist, weil sie wirklich große Literatur ist. Am 1. Juni 1990 kommt die Währungsunion. Die DDR tritt der Bundesrepublik Deutschland bei. Die Regeln des Markts gelten nun auch für die ostdeutschen Literaten. Weder versteckte Gesellschaftskritik noch offener Aufruhr interessieren noch. Der Osten als Leseland unter einer politischen Käseglocke existiert nicht mehr. Es wird Jahre dauern, bis die Leser ihr neues Geld auch für ihre alten Autoren ausgeben. Für Erwin Strittmatter und Christa Wolf, Christoph Hein und Volker Braun beispielsweise. Ob im Osten oder Westen, wo man ist, ist nie am besten. Suche, Seele, suche,